Herzlich willkommen bei Seelenfutter. Das neue, kurzweilige, schmackhafte, ich möchte fast sagen, leckere Format aus der Küche. Aber es geht nicht nur um Gaumenfreuden. Wir wollen es auch an die Seele kommen lassen. Richtig? Genau. Vorstellen darf ich Michael Stocker. Er ist Geschäftsführer in der Liebnitzmühle in Raabs an der Thaya, ein waschechter Österreicher. Und wir haben damit die Vereinigung Deutschland-Österreich geschaffen. Genau. Und ich darf die Sam vorstellen. Mittlerweile eine sehr liebe Freundin, muss ich sagen. Vielen Dank. Wir haben schon viele Stunden miteinander philosophieren dürfen. Ja. Und jetzt ist diese Idee entstanden und darauf freuen wir uns beide schon sehr. Richtig, denn für mich ist es ein Wagnis. Ich gebe zu, ich habe weder einen grünen Daumen, aber dazu kommen wir wahrscheinlich in einem anderen Format, noch bin ich gut in der Küche. Der Michael, der eigentlich Koch von Haus aus ist, unter anderem, hat gesagt, komm, ich nehme dich mit und wir machen es gar nicht so kompliziert. Wir fangen jetzt hier nicht an mit einem Drei-Gänge-Menü oder dergleichen, sondern ich bringe dir bei in unserer kurzweiligen Kochsendung, wie wir kleine Sachen schmackhaft gestalten können und wie ich zu Hause vielleicht auch bei einem leckeren Sirup sagen kann, ach, den habe ich selbst gemacht. Oder genau. Ein Kartoffelbrei, der uns noch so vorschwebt, mit so viel Raffinesse gemacht ist, dass er vielleicht auch aus einem Sternehaus kommen könnte. Richtig? Genau. So, ich sag mal, tada, Bühne frei. Ja, gerne. Fangen wir mal an. Also, wie schon angedeutet, wir werden heute Sirup machen, wie wir das auch bei uns in der Liebnitzmühle hier den Gästen anbieten. Es wird heute das Experiment mit braunem Rohrzucker geben, anstatt mit normalem Zucker. Was ja schon mal viel gesünder ist, so viel weiß ich. Ein bisschen mit Ernährung und so habe ich mich ja durchaus befasst. Rohrzucker wäre, glaube ich, noch besser, oder? Ja, können wir ein anderes Mal gerne noch probieren. So. Ich stehe einfach als so Objekt, der, du weißt schon, hier in der Gegend rum. Genau, Statist. Und schau dir erstmal auf die Finger. Statist, genau. Und schau dir auf die Finger. Ja, die Rezeptur ist im Grunde genommen ganz was Einfaches. Wir haben einen Teil Wasser mit einem Teil Zucker. Mhm. In dem Fall ein halber Kilo Zucker mit einem halben Liter Wasser. Und dadurch, dass wir heute drei Varianten vom Sirup ausprobieren werden und herzeigen werden. Ich kann ja auch ein bisschen rühren, ne? Dann ja, stehe ich nicht ganz so dumm in der Gegend rum. Genau. Und dann werden wir gleich drei Ansätze machen. Also jetzt frage ich mal, hier in der Liebnitz wird also ganz viel auch so wie Marmeladen und eben Sirup und sowas selber hergestellt, richtig? Ja, genau. Also wir haben einen sehr großen Obstgarten bei der Liebnitzmühle dabei. Das sind 200 Obstbäume unterschiedlichster Art und Weise. Ja. Und ja, da fällt so einiges an Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kircherl. Was ist das für die Ausländerin? ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. das ist gut. So kleine Pflaumen. Schmeckt aber sehr gut. So, also das blubbert hier jetzt schon mächtig. Genau, das können wir schon wegziehen. Es geht jetzt im ersten Schritt nur darum, dass sich der Zucker im Wasser auflöst. Ja, das sieht gut aus. Dann können wir in den anderen zwei Töpfen nebenbei einmal umrühren. Dann rühre ich hier mal so rum. Hui. So, mein Messer. Du, aber sag mal, wir wollen ja auch was für die Seele machen. Hier bei dir kommen ja viele Gäste an, einfach um die Seele baumeln zu lassen. Genau. Also Urlaub, ein schöner magischer Ort hier. Ja. Und du hast mir gerade in jüngster Vergangenheit von einer kleinen Geschichte erzählt. Hier kommen auch Menschen her, die wirklich sagen, wir wollen eigentlich aussteigen und wir versuchen jetzt an diesem Platz erstmal runterzukommen, genau. Um dann unser Leben umzukrempeln. Nimmt ja. Das zu in der letzten Zeit, dieses Bedürfnis der Menschen, komplett alles über Bord zu werfen und neu irgendwo ja, zu beginnen? Ja, da haben natürlich die letzten zwei Jahre mit den Repressalien, mit den Maßnahmen, mit dem, was sich halt im Außen als Umfeld so ergeben hat, haben wir einen starken Beitrag dazu geleistet, dass das Bedürfnis, sich verändern zu wollen, einfach da ist. Ja. Und wir hier in der Liebnitzmühle mit der Mannschaft sind diesen Weg ja schon seit längerer Zeit gegangen. Ich entscheide mal selbstständig, ne? Ja, gerne. wo wir uns entschieden haben, gewisse Sachen zu verändern, wo wir uns hier unseren Arbeitsplatz, wenn man das so bezeichnen will, eben gestalten, damit wir selber... Also jeder, der
jetzt Vollzeit, sage ich mal, arbeiten geht, verbringt er einen sehr großen Teil seines Lebens. Meistens ist es mehr Zeit, als man mit der Familie verbringt, an diesem Platz, wo man hinfährt, um auch Geld zu verdienen. Ja. Und da wäre es halt schön, wenn es schön ist. Schön, wenn es schön ist, beziehungsweise im Umkehrschluss natürlich, wenn man nur dorthin fährt, um am Monatsende kurz mal Geld am Konto zu haben, dann ist das halt nicht so schön. Macht keinen Sinn, genau. Genau. Ja, aber so. Der Mut, ich nehme halt wahr, auch tatsächlich seit dieser Zeit, ich habe mich ja auch auf den Weg gemacht und mein Leben komplett verändert. Ja. Und der Mut der Menschen nimmt zu. Das, was ich mache, ja auch zusammen mit dem Daniel, mit Mittelerde TV, ist ja auch eigentlich den Menschen Mut machen zu wollen und zu sagen, hey, das kann jeder. Genau. Und das, was ihr hier macht, ist ja einen schönen Platz kreieren und auch das Gefühl zu geben, das geht. Ne? Also hier ist ja nicht nur, nur Urlaub machen, hier ist so irgendwie auch sowas wie Bewusstseinserweiterung gefragt. Genau. So, ganz kurz zum Sirup. Wir werden jetzt da war noch was. Genau. Wir werden jetzt überall so zwei Zitronen grob geschnitten. Richtig, mal so ein bisschen. Ein paar Stücke Limetten, da können wir vielleicht den Schöpfer nehmen, dass sich das nicht verhängt. Gut, Chef. ein bisschen Orange können wir da mit reinnehmen. Das gibt einfach Aroma. Mhm. Und andererseits kühlt es gleichzeitig jetzt runter. Das Zuckerwasser kühlt es gleichzeitig runter. Ja. Weil beim Sirup geht es ja darum, dass man dann aus den jeweiligen Geschmacksträgern, die den Sirup ja dann ausmachen. Wir haben heute eben vor, dass wir einerseits Zitronenmelisse, dann haben wir Waldmeister und Lavendel. Sehr schön. Und es werden dann, also der Sirup wird dann ja stehen lassen und dann sollen ja die ätherischen Öle, die den Geschmack ausmachen, gerade Lavendel ist da sehr empfindlich, die sollen ja drinnen bleiben. Und wenn man aber ein ätherisches Öl warm macht, man kennt das aus der Duftlampe zu Hause oder so, dann ist der Duft weg in der Luft, aber nicht mehr im Sirup, wo ich es haben möchte. Ja. Wollen wir hier auch gleich noch anreichern? Soll ich mal umpacken? Genau. Also wir waren bei Bewusstseinserweiterung oder bei der Veränderung, die wir ja überhaupt bei den Menschen feststellen. Das ist ja grundsätzlich was sehr Positives, wie ich finde. Sehr. Auch wenn viele durch Schmerz zu ihrem Glück geführt werden. Ja, du kennst meine Einstellung dazu. Es ist der Punkt im Leben, wenn man unten angekommen ist, weil man im Außen sich eine Situation geschaffen hat, die nicht zufriedenstellend ist, ist gleichzeitig auch der Punkt, wo man bereit ist, wirklich etwas zu verändern. Und wirkliche Veränderung ist nicht im Außen, dass man da groß Sachen verändert, sondern die Veränderungen, die das ausmachen, haben mit der Haltung zu tun, mit dem, wie man seine Gedanken ausrichtet. Und das ist etwas, was wir hier sehr stark auch praktizieren, formulieren wir es einmal so. Ja. Und jetzt ist es eben auch so, wie wir vorher kurz schon angesprochen haben, dass immer wieder Menschen den Weg zu uns finden, Gäste, die eigentlich ja nur in ein Hotel fahren, um in einem Hotel zu sein und Wellness und ein paar schöne Tage verbringen. Und dann kriegt man beim Frühstück nebenbei erzählt, dass sie eigentlich da sind, weil sie sich das Leben verändern möchten und einfach Zeit brauchen, um irgendwo darüber nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen, wie es denn weitergehen soll im Leben. Und muss hier noch was rein? Ich schneide das noch rein. Und da ist es halt. Ich bin ja eine Frau, ich könnte jetzt reden und schneiden, ne? Ja, das kann ich nicht. Ja, du hast recht. Also. Und da ist es dann halt manchmal auch förderlich, wenn man das eigene Umfeld, die eigenen vier Wände, wo man eben im Leben drinnen ist, das man ja eigentlich wandeln möchte, verändern möchte, wenn man da einmal ein paar Tage rauskommt. Und ob das dann einfach, es gibt Menschen, die machen einen Jakobsweg, kenne ich auch zum Beispiel, die einfach sagen, Rucksack, das aller Notwendigste auf das runter reduziert und einfach einmal ein paar Wochen
raus, um zu wissen, die wo es hingehen soll. Also nicht nur den Weg zu gehen, sondern dann auch sich da zu sortieren oder die Gedanken erstmal freizulassen, ja? Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Und ja. Und hier ist so ein Feld, wo das sein darf. Kann ich also bestätigen? Das ist richtig. Hat schon einiges an Veränderungen gegeben. So, wir werden jetzt beim Sirup überall... Kann weg hier, dieses. Ja, genau. Da werden wir überall ein bisschen Zitronensäure dazugeben. Das ist einerseits geschmacklich der Ausgleich für den Zucker, wie auch die Zitrusfrüchte. Und andererseits ist es aber auch für die Haltbarkeit wichtig. Dann kann ich ja noch ein bisschen rumrühren, oder? Kannst du. So. Gibt es dann eine bestimmte Menge, die da muss? Also wenn wir dann das Rezept sozusagen später noch einmal in Schriftform unter dem Video vielleicht platzieren oder anhängen als Rezept? Können wir gerne machen. Dann, also, dann denkst du dir auch die Menge dazu aus. Ja, ich glaube, so ein Koch, der das mit Leib und Seele macht und wo das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, da geht das dann zack, zack. Ich komme ja eigentlich aus einer Bäckerei. Ja. Und mein Papa hatte auch Augenmaß und Handgewicht, so hieß das immer. Genau, ja. Also der brauchte seine Waage auch nicht immer. Ja, ist bei Gewürzen immer so. Und beim Sirup, ich sage mal jetzt als Faustregel, wenn man pro Liter, also jetzt haben wir da ungefähr einen Liter, wenn man da zwei Zitronen und eine halbe Orange, eine halbe Limette irgendwie in die Richtung reingibt, ist das ausreichend. Man kann eigentlich nicht zu viel reingeben, aber es bringt halt dann für den Geschmack nicht mehr wirklich den großen Vorteil und einfach schade, weil ja das, was jetzt drinnen schwimmt, dann später im Sieb hängen bleibt und übrig bleibt. Okay. Und also wie geht es jetzt weiter mit unserem? Oder ist das schon meine erste Kochkunst gewesen? Und dann bin ich ja richtig gut. Ja, also das ist jetzt schon so weit runtergekühlt, dass ich mich traue, hier eben die einzelnen Geschmackszutaten reinzugeben. Mhm. Riecht gut. Das darf ein bisschen Resttemperatur haben, weil das förderlich ist auch. Also den Waldmeister haben wir jetzt gesehen, der war schon ein wenig angetrocknet, dass die Flüssigkeit, die drinnen ist, schon weg ist. Ja. Weil der Geschmack, das ätherische Öl bleibt ja. Und das, ich konnte es eben schon riechen, als du es rübergenommen hast. Also ich bin empfindlich, was die Nase anbelangt. Da. So, die Zitronenmelisse können wir da auch schon reintun und mit dem Lavendel werden wir noch ganz kurz warten. Mhm. Da hatte darf ich hier auch so ein Stäbchen nehmen und da auch mal drin rumdrücken? Gerne, darfst du. Ich möchte nicht so überflüssig erscheinen, weißt du? Ist gut. Ja, und beim Sirup ist jetzt eigentlich die Arbeit dann auch schon der Großteil erledigt. Ja. Das wandert jetzt dann für 2 bis 3 Tage bei uns ins Kühlhaus. Zu Hause kann man das in den Kühlschrank stellen. Mhm. Vielleicht in ein Gefäß umfüllen, das jetzt nicht den Henkel dabei hat, dass es halt nicht zu viel Platz wegnimmt. Ja. Und bleibt 2-3 Tage so stehen? Genau. Es gehört dann täglich kurz umgerührt, dass sich halt nicht der Zucker wieder irgendwo absetzt. Und dann ist an und für sich der Sirup fertig, wird dann in saubere Flaschen abgefüllt. Also wir nehmen gerne, wir haben ja alles Pfandflaschen hier bei uns. Ja. Dann wird dafür halt gerne irgendeine Mineralwasserflasche oder so hergenommen, die wir vorher einfach noch einmal im Gläserspüler auswaschen, dass man nicht extra was kaufen muss. Hat man zu Hause vielleicht auch, dass man jetzt nicht extra Flaschen kaufen muss und wieder, weil das steht herum. Und dann einfach genießen, je nach Geschmack. Richtwert 1:7, 1:5, je nachdem, wie süß man das Ganze eben mag. Mit Sodawasser oder mit einem guten Leitungswasser. Bei uns haben wir ja Granderwasser. Muss es nicht immer Soda sein. Das braucht jetzt eben dann Zeit, damit die Aromen, die jetzt im Geschmacksträger drinnen sind und auch aus den Zitrusfrüchten rauskommt. Und Jetzt könnten wir hier 2-3 Tage stehen. Könnten wir. Und könnten uns unterhalten, weil wir haben immer sehr, sehr viele Themen miteinander. Aber ich würde gern noch einmal tatsächlich, bevor wir dann das mit dem Sirup so abschließen, dass wir vielleicht auch noch mal ein fertiges Endprodukt zeigen, würde ich gern noch einmal kurz auf dieses mit dem hier Seele baumeln lassen oder der Veränderung, die jetzt ja für viele ansteht, noch mal drauf eingehen. Denn Seelenfutter, wir haben den Titel ja nicht umsonst so gewählt, ist ja zum einen, Essen hält Leib und Seele zusammen, heißt es. Ja. Genau, ja. Und eben auch dieses Essen, gemeinsam kochen, Geselligkeit,
das gemeinsam herrichten. Zeit verbringen ist ja auch ein wichtiger Faktor, der den Menschen hilft, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, da diese Veränderung anzugehen. Und irgendwie brauchen wir doch was für die Seele, um... Das sind für mich und mein Empfinden sind das alles Sachen, die etwas sehr Meditatives haben. Du weißt, ich liebe auch Rasenmähen oder so etwas, wo man, oder auch beim Kochen muss ich nicht wirklich viel nachdenken. Und das sind dann Tätigkeiten, wo ich mit dem Kopf meine Reisen machen kann, wo ich die Gedanken in alle Richtungen kreisen lassen kann, wie eben bei einer Meditation. Und das andere ist einfach die Geselligkeit, wenn man Sachen gemeinsam macht, das Essen an sich, wenn man gemütlich am Abend beieinander sitzt oder mittags, ist ganz egal, und sich einfach unterhält. Ich habe jetzt da am letzten Sommer wieder einen Grillabend zu Hause, einfach mit der Familie, wo ein paar Leute wieder zusammenkommen, wo man einfach ein paar schöne Stunden miteinander verbringt. In dem Fall ist das Essen an sich überhaupt nicht wichtig. Nein. Es muss schmecken und gut sein und Unbedingt, wir schauen, dass aus der Region kommt und so natürlich, aber das steht überhaupt nicht im Vordergrund, sondern es ist das Erlebnis, einfach ein paar Stunden entspannen zu können, über Gott und die Welt zu philosophieren. Und es ist ja auch wichtig, also ich finde es schon auch wichtig zu wissen, was ich mir gebe, also welche Speisen ich zu mir nehme, aber auch geistig, welche Speisen ich zu mir nehme. Also was gebe ich in mich rein? Auch die Gespräche, die dann wir auch führen oder hier in den Gruppen, wo wir uns begegnen, die haben einen Wert. Die sind, ich sag mal, so gut wie die regionalen Waren, die wir hier gerne verköstigen. Ja, ja, genau. Also das Seelenfutter, also die Nahrung, die wir in den Gedanken zu uns nehmen, können wir zu einem sehr, sehr großen Teil eigentlich selber bestimmen und entscheiden, indem wir unseren Fokus auf etwas legen. Ich habe da für mich so die Metapher, dass ich eine Situation ist, wie sie ist. Und da kommen manchmal auch Herausforderungen auf einen zu. Aber dass man dann halt auch es schafft, einen halben Schritt einmal nach hinten zu gehen. Ja. Ich bin nicht diese Situation, dass man da einen Abstand reinbringt, weil einen sonst, wenn man in der Situation drinnen steckt, das Ganze so umschließt und gefangen hält, dass man mental nimmer den Spielraum hat, sich dort irgendwie zu befreien. Ja. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man nicht nur Einzelkämpfer ist, sondern sich ein Umfeld schafft, wo mehrere Menschen sind, die am gleichen Strang ziehen, die ähnlich ausgerichtet in eine positive Richtung hindenken. Und ja, und das ist etwas, was wir hier uns halt aufgebaut haben. Das heißt, wenn dann jemand mal einen schlechten Tag hat, soll ja vorkommen, gibt es halt den Stupser und dann heißt da es, hey Michi, Licht aufdrehen und dass man halt sich wieder dessen bewusst wird, dass man in so einem Paradies, wie wir hier sind, wenn man sich denn dazu entscheidet, auch genügend Sachen findet, die pure Lebensfreude sind und dass man sich dann nicht auf die Kleinigkeiten fixieren muss, die halt dann einmal nicht so gut rennen. Und das kann eigentlich jeder so machen, für sich in seinem Umfeld und sich seine Welt so kreieren. Ihr habt es hier schon geschafft. Ich habe jetzt geschafft mit dir, laufen mir schon die Tränen hier runter, weil ich so gerührt bin von meinem ersten Sirup, weißt du? Die Lavendelallergie hättest du ja erwähnen können. Die habe ich ausgerechnet nicht. Ja? Ja, ich bin froh, wir haben unser erstes Werk vollbracht. Ich würde es da gerne so stehen lassen, liebe Zuschauer, denn wir versuchen jetzt auch noch ein zweites Format oder einen zweiten Teil zu drehen. Ja? Genau. Und die Anforderungen in der Küche werden sicherlich wachsen mit den Folgen, die wir haben werden. Aber ich wollte jetzt nicht gleich das erste Mal versagen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir für den Einblick, den du den Zuschauern auch gegeben hast, auch in deine Seele und in die Küche. Und bedanke mich bei den Zuschauern fürs Einschalten und sende noch ein Lächeln. Ja.
Vielen Dank. Ich bedanke mich auch und bis bald.